Zugeschaltet aus Berlin begrüße ich Kai Warnecke, den Präsidenten des Verbandes der Hauseigentümer Haus und Grund. Herzlich willkommen bei Phoenix. Guten Abend, Herr Schier. Ja, Sie waren als Experte in den Bundestagsausschuss geladen. Welche Position hat denn Ihr Verband zum Heizungsgesetz? Wir hätten uns sehr gefreut, wenn die Bundesregierung auf dieses Ordnungsrecht verzichtet hätte. Hintergrund ist, dass wir ein besseres Instrument bereits haben, nämlich die CO2-Bepreisung. Die ist allerdings von der damaligen Bundesregierung etwas falsch eingeführt worden. Was nämlich noch fehlt, wäre die Erstattung der Einnahmen an die Bürgerinnen und Bürger in Gestalt eines Bürgergeldes oder Klimageldes. Leider ist das nicht geschehen, auch durch die jetzige Regierung nicht vorgesehen. Und deswegen müssen wir jetzt wohl damit leben, dass dieses Ordnungsrecht also kommt. Ja, lassen Sie uns mal ein bisschen genauer anschauen, was Sie an diesem Gesetz stört. Beginnen wir mal mit den Kosten. Sie sagen, da kommen unzumutbare Kosten auf die Hauseigentümer zu, aber es gibt doch Zuschüsse bis zu 70%. Das ist doch eine ganze Menge. In der Tat, Zuschüsse gibt es. Das ist allerdings ein zweiseitiges Schwert, denn die Zuschüsse müssen ja zunächst einmal durch Steuereinnahmen finanziert werden. Das heißt, bei den Milliardensummen, die wir in Zukunft als Zuschussausschüttung bekommen sollen, werden die Bürger vorher erst einmal zur Kasse gebeten. Und zum anderen ist es so, und das ist etwas, was an dem heutigen Tage auch zu kritisieren ist, dass die Förderungen selbst nicht im Gesetz bisher geregelt sind, sondern Versprechungen der Regierungskoalition sind. Und jetzt müssen wir abwarten, ob diese Versprechungen dann auch tatsächlich gehalten werden. Jetzt gibt es eine Begrenzung bei der Höhe der Kosten, die Sie als Vermieter auf die Mieter umlegen können. Und zwar diese Begrenzung ist 50 Cent Erhöhung pro Quadratmeter. Warum finden Sie das falsch? Die 50 Cent pro Quadratmeter können auskömmlich sein. Das ist keine Frage. Immer dann, wenn kleine Investitionssummen im Raum stehen. Allerdings sehen wir ja auch, dass gerade beim Einbau einer Wärmepumpe in der Folge weitere Modernisierungen des Gebäudes notwendig sind, um die Wärmepumpe wirtschaftlich betreiben zu können. Und dann sind eben Investitionen in einer Größenordnung nötig, die es eigentlich erforderlich machen würden, dass die Modernisierungsmieterhöhung höher als 50 Cent pro Quadratmeter ausfällt. Und warum man dann hier einen relativ willkürlichen Deckel einzieht, überzeugt uns ehrlich gesagt nicht. Dazu kommt natürlich auch noch, dass ein solcher Centbetrag in einem Gesetz für lange, lange Zeit da drin stehen wird und man müsste ihn eigentlich dringend indexieren, denn die Kosten für Instandhaltung und Instandsetzungsmaßnahmen oder für Modernisierungen sind in den vergangenen 10 Jahren um 40% gestiegen. Das wird so eine starre Grenze natürlich niemals mitmachen. Was wäre denn Ihre Alternative, um jetzt Mieter, die in Bedrängnis geraten, nicht über die Gebühr zu belasten? Es ist aus unserer Sicht erforderlich, dass die Maßnahmen, die jetzt notwendig sind, auch dann gefördert werden und vielleicht mit einem weiteren zusätzlichen Zuschuss gefördert werden, wenn die Mieterinnen und Mieter nicht in der Lage sind, ihren Anteil an der Modernisierung zu bezahlen. Es ist ja nun derzeit so, dass dann im Zweifel die Kosten beim Vermieter liegen bleiben würden. Wenn man aber sieht, dass 2/3 der Mietwohnungen in Deutschland von privaten Vermieterinnen und Vermietern angeboten werden, dann muss man einfach sagen, das ist eine unzulässige Kosten. Last auf deren Seite. Insofern könnte man das, glaube ich, noch gut justieren und darauf setzen wir. Was ist denn Ihre Prognose? Wie werden sich denn die Vermieter jetzt verhalten, wenn sie Ihrer Ansicht nach die Kosten nicht auf die Mieter umlegen können? Was wir in den nächsten Wochen und Monaten ohnehin einmal erstmal erleben werden, ist eine gewisse Zurückhaltung bei der Investition. Denn man weiß ja Stand heute nicht, zu wann und in welchem Umfang die Förderung tatsächlich von der Bundesregierung beschlossen wird, sodass es erstmal sinnvoller ist, abzuwarten. Zum Zweiten muss man abwarten, welche Technologien man idealerweise in sein Gebäude einbaut. Denn erst wenn die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist, und das ist ja Ende 26 oder Ende 2028 schon vom Gesetzgeber her, erst vorgesehen. Erst dann kann man wirklich sinnvoll investieren und dann erst wird sich die Frage stellen, inwieweit eine Modernisierungsmieterhöhung möglich ist. Ich denke aber, dass gerade bei privaten Vermieterinnen und Vermietern viele diese jetzige Variante auch werden nutzen können. Jetzt betont das Gesetz ja immer wieder die Technologieoffenheit. Ist denn die Ihrer Ansicht nach gewährleistet jetzt?
Vor allen Dingen, wenn man einen Vergleich zieht zu dem, was Robert Habeck zu Beginn vorgelegt hat, ist es jetzt in der Tat eine technologische Offenheit. Es gibt keine Fokussierung mehr auf die Wärmepumpe, sondern es sind alle Möglichkeiten letztlich denkbar, um ein Haus mit allen möglichen erneuerbaren Energien oder Energieträgern zu beheizen. Insofern ist hier ein ganz klarer Fortschritt. Das Wolkenkuckucksheim von Robert Habeck hat ein Ende gefunden und wir haben jetzt wirklich eine Grundlage, auf der wir arbeiten können. Wenn dann noch die kommunale Wärmeplanung dazukommt und klar ist, mit welcher Energie die Gebäude versorgt werden, dann denke ich, kann man die Energiewende auch auf dieser Basis ganz gut voranbringen. Das war die Ansicht von Kai Warnecke von Haus und Grund. Herzlichen Dank. Sehr gerne, Herr Schier.